Das habe ich hinter mir gelassen. Damit habe ich abgeschlossen. Es reicht. Ich will nicht mehr in die Vergangenheit blicken, sondern nach vorne schauen. In die Zukunft. Ähnliches wird sich sicherlich Josef gedacht haben über seine eigene Vergangenheit. Er ging sogar so weit, dass er seinen ersten Sohn den Namen Manasse gegeben hat. Das so viel bedeutet wie der vergessen lässt. Und er sagt ja selber über sich, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters, abgeschlossen mit der Vergangenheit. Doch das Leben sollte ganz anders kommen. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Schön, dass Sie wieder mit einsteigen, mit diese Geschichten lesen. Und dazu lade ich Sie ein, mit mir zu beginnen. Und zwar 1. Mose Kapitel 42 und dort ab Vers 1. Als Jakob sah, steht dort, als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Und er sagte, siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Nicht nur in Ägypten ist Hungersnot, sondern auch in den umliegenden Ländern. In der letzten Episode in Kapitel 41 haben wir erfahren, dass in allen Ländern Hungersnot war. Einzig und allein in Ägypten war noch Brot oder Getreide. Und Jakob, als das Oberhaupt der Familie, der erfährt, in Ägypten ist Getreide. Und ich finde eigentlich diesen Satz total sympathisch, den er zu seinen Söhnen sagt, was seht ihr denn einander an? Ich übersetze es mal mit meinen eigenen Worten, steht nicht so rum, schaut nicht so blöd umeinander, sondern geht, macht los, zieht nach Ägypten, kauft Getreide. Denn die Situation ist eigentlich gar nicht lustig, sondern wir wollen am Leben bleiben und nicht sterben. Das heißt, in Josefs Familie geht es um Leben oder um Tod. Wenn jetzt nicht etwas passiert, wenn jetzt nicht die Hungersnot abgewendet wird, dann wird die Familie sterben. Und die Episode davor, die hört eigentlich auf damit, dass Josef derjenige ist, der allen Getreide verkauft. Und wenn man das so sich das betrachtet, dann hat es fast eine gewisse Ironie. Also 1. Mose Kapitel 41 Vers 57 und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen. Denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Hier ist auf der einen Seite Jakob, Josefs Brüder und ihre Familien und sie haben nichts mehr zu essen. Und auf der anderen Seite Josef, der kleine, verwöhnte Junge, der Jüngste in der Familie, der Träume hatte, der sich für was Besseres hielt. Und jetzt, ja was, durch die Ironie des Lebens, auf einmal an einem Punkt steht, dass er nicht nur selber was zu essen hat, es geht nicht nur ihm gut, sondern er ist derjenige, zu dem die ganze Welt kommt, um Getreide zu kaufen. Aber Ironie des Lebens würde ich das nicht nennen, sondern der Text sagt uns ja, was es wirklich ist. Es ist die Treue Gottes. Gott ist diesem kleinen Jungen gegenüber treu, aber nicht nur ihm, sondern dem ganzen Land Ägypten und nicht nur Ägypten, sondern durch Ägypten scheinbar den ganzen Völker um dieses Land herum. Für alle erweist sich Gott als treu, indem er durch Josef, dem Pharao, die Träume deutet, sich das Land Ägypten auf diese Hungersnot, auf die 7 Jahre Hungersnot vorbereitet und dadurch auch eben anderen Ländern oder anderen Menschen zur Rettung sein kann. Josef, der im Überfluss lebt, und seine Familie, die momentan Hunger leidet und, wenn sich nichts ändert, dem Tod entgegenschaut. Da zogen die 10 Brüder Josefs, in Vers 3, da zogen die 10 Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Und ich habe mich gefragt, haben sie an ihren Bruder gedacht? Den sie vor Jahren, mittlerweile fast ja was 20 Jahre her, Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem König stand. Es sind 7 Jahre Überfluss vergangen, also ist er mittlerweile 37. Die Hungersnot hat begonnen, er ist 38, 39. Mittlerweile
fast 20 Jahre her? Haben Sie noch an den Bruder gedacht, an diesen Jüngling, diesen Menschen, der Ihnen sicherlich mit Angst entgegengetreten ist und gesagt hat, bitte verkauf mich nicht, nicht an diese Sklavenhändler, ich will nicht nach Ägypten. Aber Sie haben ihn abgegeben, verkauft und dann dem Vater erzählt. Er ist gestorben, ein Tier hat ihn gefressen. Schau mal, hier ist ein bunter Leibrock. Ist es seiner? Den haben wir gefunden, voller Blut. Oder waren Sie gar nicht mehr damit beschäftigt? Das hatten Sie auch hinter sich gelassen, auch mit der Vergangenheit abgeschlossen. Mai, es ist passiert, es war nicht schön, aber was sollen wir machen? Wir müssen nach vorne blicken. Da zogen die 10 Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, also der Autor hat Josef scheinbar nicht vergessen. Denn es wird nochmal ganz genau gesagt, wer Benjamin ist. Es war nämlich Josefs Bruder. Josef ist nicht aus dem Blickfeld geraten. Den sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern. Denn er sagte, dass ihm nicht etwa ein Unglück begegne. Auch der Vater scheint Josef nicht vergessen zu haben. Er will nämlich nicht, dass dem zweiten Sohn von der Rachel etwas passiert. Dass ihm nicht etwa ein Unglück begegnen. Und so kamen die Söhne Israel unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Und falls wir es bis jetzt als Leser noch nicht gemerkt haben, sagt uns der Autor, ja, in Kanaan, da herrscht Hungersnot. So wie sonst überall auch. Und die Familie braucht Getreide. Und jetzt trifft sich Vergangenheit und Gegenwart. Und Josef, er wird in der Geschichte nochmal ganz genau hervorgehoben, er war der Machthaber über das Land. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Und jetzt wird wieder dieses Gegensatzpaar aufgebaut. Einerseits Josef, der Getreide hat, und seine Familie, die kein Getreide hat. Und jetzt die Brüder, die ankommen, weil Hungersnot im Land ist, weil sie nichts mehr zu essen haben. Und sie treffen auf wen? Auf Josef, aber nicht auf den kleinen Jüngling, den sie denn die Kleider ausgezogen haben und ihn in die Zisterne geworfen haben und in dessen Augen voller Angst sie geschaut haben, sondern nein, er, Josef, er war der Machthaber über das Land Ägypten. Er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Hier ist der Mächtige und jetzt sind die einstmals Mächtigen die Ohnmächtigen. Und natürlich kommt die Frage oder wird die Frage aufgeworfen, wie wird Josef mit seiner Macht umgehen? Wird er sie genauso ausnutzen, wie die Brüder ihre Macht ausgenutzt haben? Und natürlich wird eine weitere Frage aufgeworfen, wird das sich erfüllen, was dieser Junge geträumt hat? Waren das doch nicht nur Träume eines verwöhnten Jungen, der dachte es viel mehr, als er wirklich war? Vers 6, zweiter Teil. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder. Beugten sie sich vor ihm nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Und da könnte man sich denken, da ist es, Josef, du hast recht gehabt. Deine Träume erfüllen sich, das war nicht nur einfach dahin geträumt, sondern deine Brüder sind vor dir und sie beugten sich nieder. Vers 7, als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, woher kommt ihr? Sie sagten, aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen. Vers 8, und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Und jetzt, an diesem Punkt, jetzt wird es ganz deutlich, der Autor lässt uns hier nicht im Zweifeln stehen.
Josef wird in diesem Augenblick, in der Begegnung mit den Brüdern, wird er jetzt 20 Jahre zurückgeholt. Er kann seine Vergangenheit nicht ausweichen. Er kann nicht sagen, das ist nicht geschehen. Ich wurde nicht verkauft. Meine Brüder haben mich nicht gehasst. Sie waren nicht eifersüchtig. Ich habe nicht alles verloren, was ich hatte. Das kann er nicht mehr hinter sich lassen. Selbst wenn er seinem Sohn den Namen gegeben hat, der vergessen lässt. Das Vergessene ist in dem Augenblick wieder da. Josef dachte an seine Träume. Ich habe mir die Frage gestellt, was wird er tun? Oder ich könnte sie auch persönlicher stellen. Was würde ich denn tun? Was würden Sie denn in solch einem Augenblick tun? Kommt Zorn hoch? Hass? Angst? All das, was er durchgemacht hat damals, als sie ihn rausholen und ihn verkaufen, seine eigenen Brüder? Ist es der Augenblick für Rache? Ist er wieder dieser kleine Junge und nicht mehr der große Machthaber, der weise ist, dem Gott Träume, die Deutung von Träumen zukommen lässt, der jetzt in diesem Land zu etwas gekommen ist, wovon er nie dachte, dass er sein wird? Wird er seine Macht ausspielen oder nicht? Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Und er sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter. Die Blöße des Landes auszuspähen seid ihr gekommen. Hätten sie sich zu erkennen gegeben? Hätten sie gesagt, hey, ich bin's, Jungs, Josef, euer kleiner Bruder, wisst ihr noch? Aber nein, das macht er nicht. Er gibt sich nicht zu erkennen und ich habe mich selber gefragt, warum? Will er es nicht? Hat er Angst davor? Nein, er geht eigentlich einen völlig anderen Weg. Er sagt, ihr seid Kundschafter, ihr seid Spione. Ihr wollt die Blöße des Landes, ihr wollt die Schwäche des Landes ausspähen. Deswegen seid ihr gekommen. Sie aber sagten zu ihm, nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle sind Söhne eines Mannes. Redliche Männer sind wir. Deine Knechte sind keine Kundschafter. Er aber sagte zu ihnen, nein, sondern die Blöße des Landes zu erspähen seid ihr gekommen. Zweite Runde. Da sagten sie, 12 an der Zahl sind deine Knechte. Brüder sind wir, Söhne eines Mannes. Im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater geblieben. Und der eine, er ist nicht mehr. Ob sie ihn durchzuckt hat in diesem Augenblick? Was heißt, der eine ist nicht mehr? Ich bin doch hier. Ich bin doch Josef. Wie könnt ihr sagen, dass der eine nicht mehr ist? Oder wie könnt ihr denn das Entscheidende weglassen, dass ihr den einen verkauft habt, getötet habt? Schämt ihr euch? Wollt ihr es nicht sagen? Gut, ist auch nicht die Angelegenheit des Machthabers von Ägypten, dass er erfährt, was mit diesem einen passiert ist. Aber für euch ist der einfach nicht mehr. Habt ihr mit der Vergangenheit abgeschlossen? Ich auch. Aber nein, die Vergangenheit hat nicht mit uns abgeschlossen. Sie lässt sich nicht einfach vergessen und verdrängen. Josef aber sagte zu ihnen, Vers 14, das ist es, was ich zu euch gesagt habe. Kundschafter seid ihr. Ihr seid Spione. Daran sollt ihr geprüft werden. So wahr der Pharao lebt, ihr werdet von hier nicht weggehen, es sei denn, dass euer jüngster Bruder hierher kommt. Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole, ihr aber bleibt gefangen und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Und wenn nicht, so wahr der Pharao lebt, dann seid ihr Kundschafter. Und er setzte sie zusammen 3 Tage in Gewahrsam. Josef scheint hier nicht auf Kuschelkurs mit seinen Brüdern zu gehen. Er macht nicht eins auf Versöhnung, schwamm drüber. Das war's. Ist doch kein Problem. Naja, damals, wir waren alle jung. Ist halt mal so passiert. Ich weiß, ich habe auch ein bisschen übertrieben. Bisschen habe ich euch schon genervt. Gepetzt habe ich auch beim Vater, was ihr so macht. Gut, ihr habt es mir heimgezahlt. Bisschen habt ihr auch übertrieben. Aber jetzt machen wir wieder eins auf Familie.
Irgendwie entscheidet er sich, hart mit ihnen zu reden. Und nicht nur hart, sondern sagt, ihr seid Kundschafter, ihr seid Spione. Und mit Spionen, da wissen wir, wie wir mit denen umgehen. Es sind nämlich harte Zeiten, in denen wir leben, Freunde. Es herrscht Hungersnot. Das habt ihr sicherlich mitbekommen, und zwar nicht nur hier, sondern überall. Und wir brauchen keine Leute, die die Schwächen des Landes ausspähen, damit sie uns überfallen. Und sie versuchen zu sagen, nein, das sind wir nicht, wir sind das nicht. Wir sind nicht das, was du sagst, wir sind ganz anders. Wir sind redliche Männer. Das ist jetzt die Frage, das ist wahrscheinlich der versucht, Josef, sie zu fragen, wer seid ihr denn wirklich? Was seid ihr denn für Männer? Seid ihr redliche Männer? Ja, ihr sagt von euch, dass ihr redlich seid, dass ihr gut seid, dass ihr aufrichtig seid. Ich hab's aber anders erlebt. Vers 18. Am dritten Tag aber sagte Josef zu ihnen, tut Folgendes. Denn ihr sollt leben. Ich fürchte Gott. Weiß nicht, was jetzt in ihm vorgegangen ist in diesen drei Tagen, aber nach drei Tagen sagt er, nein, ihr sollt leben. Und dann fügt er diesen Satz hinzu, nämlich, ich fürchte Gott. Folgendes sollen sie tun. Wenn ihr redlich seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Haus eures Gewahrsams. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Das heißt, wenn ich euch alle hier behalte, dann werden die daheim sterben. Das will ich nicht. Ihr sollt leben. Nehmt Essen mit, bringt es nach Hause zu euren Familien. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Da sagten sie, einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Die Vergangenheit packt sie. Sie scheinen mit dieser Schuld noch nicht abgeschlossen zu haben. Es ist noch nicht vergeben. Sie ist da. Zumindest kommt sie hier hoch. Und sie sagen, schuldbeladen sind wir wegen unseres Brüders. Und jetzt kriegen wir ein bisschen was mit oder es bestätigt. Ja, dieser Junge hatte Angst. Seelenangst. Angst um sein Leben. Er hat sie angefleht um Gnade. Jungs, seid gnädig. Komm, vergebt mir. Bitte nicht. Wir aber haben nicht gehört. Darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen, habe ich euch nicht gesagt? Versündigt euch nicht an den Jungen, aber ihr habt nicht gehört. Doch siehe, sein Blut wird jetzt gefordert. Sie denken ja, er ist tot, er ist weg, irgendwo. Und er sagt, sein Blut wird jetzt von unseren Händen gefordert. Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand. Denn der Dolmetscher war zwischen ihnen und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Er kriegt das alles mit. Sie denken, er ist ein Ägypter, vermutlich ägyptisch mit ihnen geredet, ein Dolmetscher spricht mit ihnen und sie denken, dieser Mann versteht nicht, was sie jetzt reden. Dass sie jetzt 20 Jahre in die Vergangenheit springen und sich sagen, wir haben das Blut des Jungen an unseren Händen, wir haben ihn getötet, wir haben nicht um Gnade gefehlt, seine Gnadengesuche, sein Flehen um Gnade nicht angenommen und jetzt wollen wir Gnade, jetzt sind wir in derselben Situation. Wir würden gerne Gnade bekommen, aber es gibt keine Gnade für uns. Und Josef weint. Und er ist der Einzige, der es versteht, warum er weint. Wendet sich ab von ihnen und weint, weil er verloren hat. Weil 20 Jahre seines Lebens verloren waren. Seine Jugend hat er im Gefängnis verbracht, als Sklave, verleumdet, verachtet. Lediglich durch die Treue Gottes und nicht durch die Treue seiner Familie oder nicht durch die Treue von Menschen wie dem Mundschenk oder anderen, ist er zu dem
geworden, was er geworden ist. Der Potiphar wendet sich ab, obwohl er sicherlich gewusst hat, dass er nichts mit seiner Frau anfangen wollte. Alle wenden sich ab. Der Einzige, der ihm treu bleibt und ihm hilft und ihn aufrichtet, ist letztendlich Gott. Und jetzt begegnet er seiner Vergangenheit, seinen Brüdern, und das Einzige, was ihm übrig bleibt, ist wirklich zu weinen. Dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen, und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen. Und Josef befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide fülle und ihr Geld jedem in seinen Sack zurücklege. Und da merken wir, nein, er ist nicht auf Rache aus. Er will nicht Rache. Er gibt ihnen das Getreide, sie sollen zurückgehen, die Familien sollen leben. Und er tut sogar das Geld, das sie mitgebracht haben, wieder in ihre Säcke zurücklegen. Und er gab ihnen Wegzehrung auf dem Weg mit. Und man tat ihnen so. Dann luden sie ihr Getreide auf ihre Esel und sie zogen davon. Als nun einer seinen Sack öffnete, um seinem Esel in der Herberge Futter zu geben, da sah er sein Geld und siehe, es war oben in seinem Sack. Und er sagte zu seinen Brüdern, mein Geld ist zurückgegeben worden. Siehe da, da ist es in meinem Sack. Da entfiel ihnen das Herz und sie sahen einander erschrocken an und sagten, was hat Gott uns da angetan? Und wir merken, wie erfüllt sie sind von Schrecken, von Angst, weil sie wissen nicht, was passiert eigentlich hier, was macht Gott mit uns? Natürlich ist die Frage berechtigt, dass man sagt, ist es wirklich Gott, der das mit ihnen macht, oder waren sie es selbst, die mit ihren eigenen Händen das getan haben? Oder hat Gott etwa den Josef in die Grube geworfen, in die Zisterne, oder ihn verkauft? Das waren doch sie, das war doch nicht Gott. Und sie kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und berichteten ihm alles, was ihnen widerfahren war, und sagten, der Mann, der Herr des Landes redete hart mit uns und behandelte uns wie Kundschafter des Landes. Wir sagten zu ihm, redliche Männer sind wir sind keine Kundschafter, 12 Brüder sind wir, Söhne unseres Vaters, der eine ist nicht mehr. Da ist es wieder, der eine ist nicht mehr, einfach weg, der eine ist nicht mehr. Ja, wie ist er nicht mehr? Was, verschwunden? Hat er sich aufgelöst? Der eine ist nicht mehr. Und der Jüngste ist heute bei unserem Vater im Land Kanaan geblieben. Aber der Mann, der Herr des Landes, sagte zu uns, daran werde ich erkennen, dass ihr redlich seid. Einen eurer Brüder lasst bei mir. Nehmt das Getreide für den Hunger eurer Häuser und zieht hin. Aber bringt mir euren jüngsten Bruder. Aber bringt euren jüngsten Bruder zu mir. So werde ich erkennen, dass ihr nicht Kundschafter, sondern redliche Männer seid. Dann werde ich euch euren Bruder wiedergeben und ihr könnt in das Land zurückziehen. Vers 35, und es geschah, als sie ihre Säcke leerten, siehe, da hatte jeder seinen Geldbündel in seinem Sack, und sie sahen ihre Geldbündel und ihr Vater, und sie fürchteten sich. Ihr Vater Jakob aber sagte zu ihnen, ihr habt mich der Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr und Benjamin wollt ihr mir wegnehmen. Und da bricht auch nochmal in dem Vater die Trauer auf, diese alten Wunden, und sagt, ihr. Und ich frage, habe mich schon gefragt, warum sagt er ihr? Ich meine, wenn das Tier ihn zerrissen hat, dann was können sie denn dafür? Das ist doch die Version, die der Vater kennt. Ein Tier hat ihn zerrissen. Papa, schau, hier, wir haben den Leibrock gefunden, voller Blut. Ist es überhaupt der Leibrock vom Josef? Ah ja, stimmt, das ist er. Oh nein, Josef ist tot. Aber er sagt, ihr habt mich der Kinder beraubt, Josef ist nicht mehr. Und jetzt Simeon ist auch nicht mehr da. Und wenn ich euch Benjamin gebe, ja, was ist denn dann mit dem? Werde ich denn auch verlieren? Wollt ihr mir denn auch wegnehmen? Jahre und Jahrzehnte voller Schuld, beladen, verstrickt in Trauer. Das alles kommt über mich, sagt der Vater. Vers 37, da sagte Ruben zu seinem Vater, meine beiden Söhne darfst du töten.
wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Gib ihn in meine Hand und ich werde ihn dir zurückbringen. Wieder springt Ruben ein und sagt, nein, Vater, nein, pass auf, gib ihn uns. Wir müssen zurück, um den anderen zu holen. Gib ihn uns, aber wenn ihm was widerfährt, hier, meine Söhne, die sollen sterben dafür. Er war ja schon derjenige, der auch Josef retten wollte. Der Josef aus der Hand der Brüder retten wollte, aber im entscheidenden Augenblick, als sie ihn verkaufen, war er dann nicht mehr da. Er war weg. Komm zurück, als es schon zu spät ist. Und jetzt ist er auch wieder der Erste, der sagt, komm, Vater. Wir müssen zurück. Er aber sagte, mein Sohn zieht nicht mit euch hinab. Denn sein Bruder ist tot und er allein ist übrig geblieben. Er ist der Einzige von der Rachel. Ich hatte zwei Söhne von dieser Frau. Der eine ist tot, er allein ist übrig geblieben. Begegnete ihm ein Unfall auf dem Weg, auf dem ihr zieht, so würdet ihr mein graues Haar mit Kummer in den Scheol hinabbringen, in den Tod hinabbringen. Ich will nicht mit Kummer sterben, sagt der Vater. Nein, ich gebe ihn euch nicht. Ich gebe ihn euch nicht. Vielleicht wieder ein Versuch von Jakob, dem Leben zu entfliehen, sich eigentlich nicht dem zu stellen, was getan werden muss. Dass er sich sagt, nein, nein, ich will nicht, der Simeon ist dort, gut, dann habe ich den jetzt auch verloren, ich will nicht noch den dritten verlieren, es reicht, es reicht. Das Problem ist aber, dass das Leben nicht so ist, wie wir es uns oftmals wünschen. So wie wir es gerne hätten. So wie wir uns wohl damit fühlen würden, denn in Kapitel 43, Vers 1, bricht das Leben schonungslos ein. Lässt sie nicht los. Die Hungersnot aber war schwer im Land. Und als Leser füge ich dann hinzu, wie lange wird wohl das Getreide reichen? Und es geschah, als sie das Getreide völlig aufgezehrt hatten. Und da füge ich jetzt wieder hinzu, dann musste gehandelt werden. Doch an diesem Punkt halten wir jetzt die Geschichte an, lesen nicht weiter, sondern werden in der nächsten Glauben-Geschichten-Episode an diesem Punkt ansetzen und weiter nachverfolgen, weiter mit dieser Geschichte mitgehen und sehen, welch eine Lösung hat sie denn. Denn die Begegnung hat stattgefunden. Josef ist seinen Brüdern begegnet oder die Brüder sind Josef begegnet. Aber aufgelöst, zur Versöhnung ist es nicht gekommen. Ganz und gar nicht. Sondern noch scheinen alle zu fliehen. Oder haben nicht die Kraft oder den Mut, sich der Sache zu stellen oder denken, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen, ob Sie alleine lesen oder in einem Bibelkreis. Wie immer ermutige ich Sie dazu, die Geschichten nicht nur für sich zu lesen, sondern mit anderen zusammen, denn dann wird man viel, viel mehr in den Geschichten entdecken, als wenn man nur alleine liest. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und wenn ich Sie das nächste Mal bei Glauben Geschichten sehe. Bis dahin, alles Gute Ihnen.